Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch hier zu einem neuen Video auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Bitte abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Ich möchte heute mal ein bisschen darüber reden, was mir so durch den Kopf geht. Ich habe leider aktuell, es ist jetzt abends der 3. Mai und ich habe aktuell Probleme mit dem Internet und deshalb werden wir sehen, wann dieses Video hier dann möglicherweise hochgeladen wird. Ich habe in den letzten Tagen auf meinem YouTube-Kanal auch sehr umfangreich über das Thema Ukraine-Konflikt aufgeklärt. Ich habe gesagt, was ist notwendig, damit Russland seine Truppen abzieht. Zum Beispiel sollte ein NATO-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen und die Russland-Sanktionen aufgehoben werden. Das hatte ich gesagt, es braucht dringend Friedensverhandlungen. Googelt bitte Manifest für Frieden und unterzeichnet das, ist sehr, sehr wichtig. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal um das Thema Bargeldabschaffung ein paar Worte sagen, die mir sehr wichtig sind. Mir ist sehr wichtig, dass es die Möglichkeit natürlich gibt, weiterhin Bar zu bezahlen, aber es gibt einige Leute, die wollen das Bargeld abschaffen. Und diese Menschen, die das Bargeld abschaffen wollen, sind Kriminelle. Denn Bargeld ist auch in Deutschland gesetzliches Zahlungsmittel. Und wer das abschaffen möchte, ist ein Krimineller. Punkt. Das heißt, der Internationale Währungsfonds ist kriminell. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist kriminell. Die Grünen und SPD-Politiker, die das unterstützen, sind kriminell. Punkt. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hatte sich gegen die Bargeldabschaffung schon mal ausgesprochen. Ich erwarte von den Linken eine ganz klare Haltung gegen die Bargeldabschaffung. Ich hatte vor einiger Zeit auch mein Video hochgeladen zu meiner Analyse zum Grundsatzprogramm der Todenhöfer-Partei. Ich habe also Kontakt mit dem Facebook-Team von Jürgen Todenhöfer. Todenhöfer ist natürlich umstritten. Es gibt Leute, die ihn sehr mögen, andere mögen ihn weniger. Aber Fakt ist, dass er eine Partei hat, die erstmal interessant ist. Man sich angucken muss, und das habe ich auch getan. Ich hatte also Facebook-Kontakt mit dem Politiker Todenhöfer bzw. seinem Facebook-Team. Bargeldabschaffung. Was muss man zum Thema Bargeldabschaffung eigentlich wissen? Nur wichtig ist, dass das unter anderem ein Rockefeller-Plan ist. Ich empfehle den Menschen auf YouTube Folgendes einzugeben. Aaron Russo Interview deutsche Version. Das ist eines der besten Interviews, was ich kenne. Und das war eins der Interviews, was mich auch damals ein Stück weit mit aufgeweckt hat. Das war in einem Aufwachprozess von mir, der vor circa 10 Jahren begann, als mein bester Freund mich in den Prozess reingebracht hat, aufzuwachen. Und da habe ich diese Interviews gesehen. Das ist von Aaron Russo oder Aaron Russo. Und er war mit Rockefeller befreundet. Rockefeller, einer der ganz reichen Banker, auch reich geworden am Öl. Also die wissen so ungefähr, wo man das große Geld macht. Und das sind böse Menschen. Ja? Bei den meisten Rockefellers kannst du davon ausgehen, dass sie böse sind. Quasi so ähnlich wie Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die keine richtige Empathie haben, die Menschen auslachen, die sterben, die sagen, ach guck mal, die ziehen uns für uns in den Krieg und wir werden reicher. Solche Leute sind das? Krank, krank. Das ist wirklich richtig krank. Und Aaron Russo hat dann veröffentlicht, 2007 in dem Interview, was ich eben genannt habe, dass er mit Rockefeller befreundet war. Aaron Russo ist ein Filmemacher, ein sehr bekannter Filmemacher, und der hat 2007 auch einen Film gemacht, America Freedom to Fascism, das heißt so viel wie Amerika von der Freiheit zum Faschismus, also dass Amerika sich von dem, was man über Amerika sagt, dass es frei ist, zum Faschismus hin entwickelt hat, das ist das, was er provokant als These aufstellt, und es geht dort um die US-Notenbank Federal Reserve, die meines Wissens besser geschützt ist als das Weiße Haus. Das heißt, die Bankenmafia im Hintergrund hat viel mehr Macht als der Staat. Das ist eigentlich international weitestgehend so. Und wir reden hier von einem gut vernetzten Bankenkartell. Und Rockefeller sagte dann zu Aaron Russo, was seine Pläne sind. Das heißt, Rockefeller hatte einen anderen Film mal von Aaron Russo gesehen. Und Rockefeller sagt, was der Plan ist. Nämlich, es geht darum, das Bargeld langfristig abzuschaffen. Das ist ein Rockefeller-Plan schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und dieser Plan soll umgesetzt werden. Es geht also darum, das Bargeld vollständig abzuschaffen. Das ist das Ziel der Rockefellers, damit das Geld quasi digital ist. Und deine Daten werden dann gespeichert auf einer zentralen Datenbank. Das ist das Ziel. Dann darfst du nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Das nimmt dir schon mal sehr viel Freiheit. Das ist dein Recht, mit Bargeld zu bezahlen. Das will man dir nehmen. Darüber hinaus
Geht es darum, deine Daten zu speichern, deine Käufe, Verkäufe, und mit den Daten kann, wer weiß, was weiß ich was, noch gemacht werden. Das ist ja eh, gibt ja eh schon recht viel Überwachung, das ist klar, aber dann kann man auch zusätzlich mit diesen Daten was auch immer anstellen. Und man könnte theoretisch dir dein Digitalgeld sogar abstellen, dann kannst du kein Essen mehr einkaufen. Das könnte dann eine ganz düstere Zukunft bedeuten, wenn die Gesellschaft wir uns nicht massiv dagegen zur Wehr setzen. Deshalb googelt genau, wo die Proteste gegen Bargeldabschaffung stattfinden und welche Organisationen es gibt, die sich gegen die Bargeldabschaffung einsetzen. Das ist, was Rockefeller sagte. Der hält die meisten Menschen für stockblöd, der lacht sie aus. So ungefähr, so kann man sich den vorstellen. Und auch wenn das jetzt für viele wieder nach Verschwörungstheorie klingt, aber Fakt ist, Rockefeller hat zu Aaron Russo gesagt, Monate bevor der 9-11-Anschlag war, sagte Rockefeller zu ihm, es wird ein Ereignis geben und nach diesem Ereignis werden amerikanische Soldaten in afghanischen Höhlen nach vermeintlichen Terroristen suchen. Dann kam der 9-11-Anschlag und daraufhin wurde etwas ausgerufen, das nennt sich Krieg gegen den Terror. Und hier hat Rockefeller gelacht. Er hat gesagt, Krieg gegen den Terror, warum nennen wir das so? Naja, wenn man sagt Krieg gegen den Terror, dann gibt es keinen echten Feind. Also Amerika hat den Krieg gegen den Terror ausgerufen, damit die Leute denken, na, es wird der Terror bekämpft. Aber es geht gar nicht darum. Es geht darum, neue Märkte zu erschließen, Stützpunkte zu bauen. Darum ging es. Da hat man Afghanistan angegriffen, weil dieser Höhlenmensch Osama bin Laden angeblich mit seinem Laptop auf dem Schoß aus seiner Höhle heraus diesen Anschlag im super überwachten Luftraum USA durchgeführt oder dirigiert haben. Soll mit den 19 Terroristen, es wurden vier Flugzeuge entführt, laut offizieller Version, und es sind drei Gebäude eingestürzt. WTC 1, 2 und WTC 7. Und 4000 Architekten, Ingenieure und Sprengmeister sagen, WTC 7 wurde kontrolliert gesprengt, weil es nicht anders sein kann, weil es sind, da ist kein Flugzeug offiziell reingeflogen. Nur ins WTC 1 und WTC 2 sind Flugzeuge reingeflogen, auch ins Pentagon und eins über Pennsylvania abgestürzt, aber es gab kein Flugzeug, das ins WTC 7 geflogen ist. Die offizielle Version sagt jetzt, dass brennende WTC-Trümmerteile sind auf das World Trade Center 7 draufgefallen und durch leichte Bürobrände kam es dann zu einem fast freien und symmetrischen Fall des Gebäudes in 6,5 Sekunden um 17:21 Uhr. Jetzt sagen 4000 Architekten, Ingenieure und Sprengmeister, es kann nicht sein, dass durch ein Bürobrände und die Destabilisierung der 79. Stahlsäule des Gebäudes das Gebäude so einstürzt. 81 Stahlträger hat das Gebäude und man müsste alle 81 Stahlträger gleichzeitig durchtrennen, damit das so einstürzt, wie es eingestürzt ist. Das hat auch Danny Juvenko gesagt, 28 Jahre Sprengmeister. Wollt ihr mir erzählen, der ist auch ein Verschwörungstheoretiker? Nee, der kennt sich mit sowas aus. Und er sagt, kann nicht sein, kann nicht sein, ist auf jeden Fall gesprengt. Also irgendwas stimmt an der offiziellen Version nicht. Und das sollte man mal kritisch betrachten. Warum sollte ich George W. Bush glauben, was er zu 9-11 sagt, wenn er doch bei Afghanistan oder vor allem auch beim Irakkrieg gelogen hat? Er sagte dann noch, Irak sei auch noch, nicht nur in Afghanistan seien Terroristen, die das gemacht hätten, sondern im Irak, der hätte auch was damit zu tun. Dann hat man den Irak angegriffen, Angriffskrieg. Joe Biden hat es damals unterstützt übrigens. Ja, er hat mit Ja gestimmt, dass er den Krieg befürwortet. Das macht ihn, glaube ich, nicht zum Kriegsverbrecher, aber er hat Kriegsverbrechen damit letztlich unterstützt. Und Bush hat den Irak als damaliger Präsident angegriffen, 1 Million Tote. Uranmunition wurde eingesetzt, kleine Kinder radioaktiv verseucht. Sehr, sehr schlimm, furchtbar. Das muss man vorstellen. Das ist auch ein Kriegsverbrecher. Bush gehört in den Knast. Barack Obama 2011 Libyen bombardiert, Knast. Aber er ist nicht in den Knast gekommen, sondern er wird nach wie vor von unseren Kriegstreiber Massenmedien abgefeiert als der große Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident. Trump hat natürlich weiter gemordet, aber er hat keinen neuen Krieg begonnen. Ihm werden auch Kriegsverbrechen, glaube ich, beim Irak vorgeworfen, bei der sogenannten IS-Befreiung des Irak. 20.000 tote Zivilisten, glaube ich, auch ganz furchtbar. Bei Syrien hatte Trump aber eine bessere Strategie, nämlich er hat die Terroristen und Rebellen nicht mehr mit Waffen unterstützt über die CIA. Das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Natürlich ist Assad ein Diktator. Ja? Jetzt werden manche sagen, nee, das stimmt oder nicht. Doch, er ist ein Diktator. Es gibt Foltergefängnisse, das ist so. Das ist wirklich so. Das stimmt schon, aber die Oppositionellen und Rebellen, die sind teilweise auch äußerst brutal. Wenn die an die Macht kämen, wäre das, glaube ich, auch nicht zwangsläufig besser. Und Russland hat Assad geschützt, weil
Da geht es auch um den Militärhafen Tartus, wo russische Stützpunkte sind, ähnlich wie auf der Krim in der Ukraine, die ja teilweise als russisch anerkannt ist, aber viele erkennen es nicht an, muss man dazu sagen. Also, so viel dazu. Das heißt, Russland hat auch einige Stützpunkte, zum Beispiel in Syrien und der Ukraine, aber auch in ein paar anderen Ländern, aber lange nicht so viele Stützpunkte wie Amerika. Amerika hat 7 bis 1000 Militärstützpunkte im Ausland. Zurück zur Bargeldabschaffung. Man muss also eines wissen, dass also Rockefeller will, dass das Bargeld abgeschafft wird. Der Internationale Währungsfonds, das ist auch eine Bank. Manche würden sie auch als kriminell bezeichnen. Sie haben auch bei der Ausbeutung Griechenlands mitgemacht. Und der Internationale Währungsfonds, IWF, hat 2016 ein Strategiepapier zur Bargeldabschaffung veröffentlicht. Und da steht drin, ja, das Bargeld soll abgeschafft werden. Ich glaube, Christine Lagarde war damals IWF-Chefin. Jetzt ist sie EZB-Präsidentin und sagt, der digitale Euro soll kommen, aber es soll nicht das Bargeld abgeschafft werden. Die Grünen haben diese EZB-Argumentation in ihrem 256-seitigen Grundsatzprogramm reingeschrieben. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber das weiß ich, dass es da drin steht. Die Grünen schreiben, der digitale Euro soll kommen. Aber es dient natürlich nicht der Bargeldabschaffung. Nein, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, würde Walter Ulbricht, hat er 1961 gesagt. Ich glaube, 2 Monate später war die Mauer dann gebaut oder so. Und heute heißt es, niemand hat die Absicht, das Bargeld abzuschaffen. Nein, dann sag mir, warum in Schweden, es so viele Geschäfte gibt, wo man nicht mehr bar bezahlen darf. Ich habe keinen Bock, dass das hier in Deutschland auch passiert. Das sage ich ganz offen. Ich habe da keinen Bock drauf. Dann sollen die Politiker mal eine Volksabstimmung machen. Da würden locker 80% die Bargeldabschaffung ablehnen. Demokratischer Mehrentscheid. Punkt. Ihr könnt uns das noch so schmackhaft machen. Und mir wird auch immer klarer, warum es den Euro überhaupt gibt. Ich glaube, es hat nicht damit zu tun, oh, bequem, dass man nicht mehr umtauschen muss im Ausland, sondern ich glaube, es geht darum, dass man viel einfacher die Bargeldabschaffung durchsetzen kann, wenn es eine Einheitswährung mit 19 Staaten, es gibt 19 Euro-Staaten, gibt. Das ist viel einfacher, weil wenn es unterschiedliche Währungen gäbe, dann könnte man das Bargeld nicht so schnell abschaffen. Da müsste man bei jeder Währung digital, ne, da bräuchte man eine digitale Mark oder eine digitale Drachme für Griechenland und so weiter. Das ist das Problem. Ein Euro hätte funktionieren können mit einigen wenigen Staaten, die wirtschaftlich ähnlich stark sind. Das hätte vielleicht funktioniert, aber mit 19 Staaten, die wirtschaftlich so unterschiedlich sind. Na, es gab keine Griechenland-Rettung, es gab keine Euro-Rettung, es gab eine Bankenrettung. Das hat es gegeben und den Steuerzahlern wurde für die Banken das Geld aus der Tasche gezogen. Das hat nichts zu tun mit dem faulen Griechen. Die Griechen sind fleißig, das ist nicht der Punkt. Ja? Die wirtschaften nur was anders, aber die sind im selben Schuldgeldsystem wie auch Deutschland drin. Es ist so. Ja, es ist so. Und das muss man wissen. Ja, wenn man es schafft, aus dem Bargeld, aus dem Schuldgeldsystem auszusteigen, das kann ich begrüßen. In jeder Sekunde, die ich hier rede, steigen unsere Staatsschulden in Deutschland um fast 4.000 Euro. Ja, Schuldenuhr, das kann man alles googeln. Das ist das System. Die Bank verleiht einen Kredit an den Staat und der Staat muss immer mit Zinsen zurückzahlen. Stellt euch mal vor, eine Bank würde 1 Milliarde Kredit an den Staat und die Gesellschaft auszahlen und der Staat gibt das Geld unter die Leute und die Menschen tun das, was so viel Spaß macht, in der Wirtschaft arbeiten gehen, um dann über die Steuern auch die Zinsen für die Banken zurückzubezahlen. Dann sagt der Staat zur Bank, hör mal, ich bedanke mich zwar für das Geld, aber du hast mir nur 1 Milliarde gegeben und willst dafür noch Zinsen haben, wie soll ich das denn zurückbezahlen? Und dann sagt die Bank, kein Problem, ich gebe dir einen neuen Kredit, den darfst du auch mit Zinsen zurückzahlen. Und dann steigen die Schulden immer und immer weiter. Das ist das System. Ja, es gibt ja auch diesen Spruch, ich weiß nicht, ob er von Bertolt Brecht kam, wenn die Menschen das Schuldgeldsystem oder das Geldsystem, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh. Ja, es gibt auch andere interessante Sätze, ich glaube es ist auch von Bertolt Brecht, bin ich mir ganz sicher. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ja, sehr interessante Zitate, aber es soll kein Aufruf sein, in eine Bank einzubrechen. Also es geht nur darum, dass dieses Bankensystem ein Riesenproblem ist. Ja, natürlich bin ich auch bei einer Bank, ich bin ja bei der Sparkasse, aber bei der Sparkasse Aachen, aber ich kann nur eins sagen, liebe Freunde, dass dieses Geldsystem ist pervers. Es basiert quasi auf Schulden. Das muss man wissen. Einige wenige profitieren davon, der Großteil der Gesellschaft nicht. Und Rockefeller sagte dann auch zu Aaron Russo, warum er den Feminismus unterstützt hat ab den 60er Jahren. Viele Menschen fragen sich ja, warum der Feminismus ab den 60er Jahren sich so radikalisiert hat. Ich bin ja Antifeminist, muss ich dazu sagen.
Manchen wird das gefallen, anderen weniger, aber ich stelle ja meine Position, die ich vertrete, gern zur Debatte. Ich bin stolzer Antifeminist, ich bleibe dabei. Für mich ist der Feminismus in der heutigen Zeit eine radikal kapitalistische, frauenverachtende, faschistische, rassistische und sexistische Gewaltideologie. Das ist meine Meinung. Ich unterstütze als Antifeminist natürlich die moderaten Feministen oder die, was heißt die moderaten Feministen? Nicht unbedingt, aber die Frauenhäuser unterstütze ich. Ich unterstütze natürlich auch, dass die Lohndiskriminierung von 2% eigentlich beseitigt werden müsste. Auch das Recht der Frau zu arbeiten, erkenne ich an. Das sind so drei Argumente vom Feminismus, die ich als Antifeminist unterstütze. Und die anderen unterstütze ich nicht. 97% Lüge, falsche Zahlen, unseriöse Berechnungen. Es ist eine verfassungsfeindliche Ideologie, die nicht sagt, wie das Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, sondern die Frau ist das Opfer der Gesellschaft. Damit macht man die Frauen klein, wenn man sie zu Opfern macht. Und der Mann ist der Täter in der Gesellschaft, der Bösewicht. Und das greift auch das Ego vieler Männer an. Hab das selbst genug erlebt und es hat mich oft geärgert, muss ich ganz klar sagen. Das heißt, der Altfeminismus bis in die 60er war eigentlich eine tolle Frauenbewegung, wo es darum ging, dass die Frau eben, ja, die Rechte hat, so in etwa wie der Mann. Das ist eigentlich etwas sehr Unterstützenswertes, das unterstütze ich auch. Ab den 60ern endete das, ab den 60ern wurde der Feminismus eine Ideologie alter, weißer, reicher Männer. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, es geht darum, den Reichtum alter, weißer, reicher Männer zu schützen, damit Frauen und Männer beide arbeiten und ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird und sie sich streiten, wer hier wem das Geld wegnimmt. Das ist das, was der Feminismus seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile tut. Ab den 60ern fing das so richtig an. Das muss man wissen. Feminismus heißt ja eigentlich so viel wie toxische Weiblichkeit. Ja, also feministisch heißt radikal weiblich, man könnte auch sagen toxisch weiblich, das ist das, worum es letztlich geht, zumindest seit den 60ern, das heißt alte, weiße, reiche, toxische Männer wollen unter Zuhilfenahme von toxischer Weiblichkeit, weil toxische Weiblichkeit macht die Gesellschaft kontrollierbarer, ja, das ist wichtig, also das Selbstvertrauen von Männern anzugreifen, darum geht es gerade, ne? Von Frauen natürlich aus, sie sollen sich klein und als Opfer fühlen, aber auch die Männer immer wieder angreifen und schlecht reden, als faul, als sexistisch und so weiter darstellen, als gierig, als schlecht, dass sie ständig attackiert werden. Das ist das, worum es geht. Männer und Frauen, wehrt euch dagegen, ich kann es euch nur ganz ehrlich sagen, denn die ganzen feministischen Politiker haben so viel Schaden, auch sozial, wirtschaftlich angerichtet. Diese feministische Wirtschaftsenergie, Außen- und Familienpolitik ist ein Desaster auch für unser Land. Und die Christine Lagarde von der EZB ist übrigens auch Feministin. Und sie unterstützt die Bargeldabschaffung. Grüne und SPD-Feministen unterstützen die Bargeldabschaffung. Also hochrangige Feministen unterstützen die Bargeldabschaffung. Stolzer Antifeminist, ich bleibe dabei. Rockefeller sprach also eines Abends mit Aaron Russo. Und Rockefeller hat zu Aaron Russo gesagt, ja, was glaubst du, worum ging es bei der Frauenbefreiung, also die 60er Frauenbefreiung? Und Aaron Russo sagt dann zu ihm, naja, worum soll es gegangen sein, dass die Frau dieselben Rechte hat und dass sie gleichberechtigt arbeiten geht und dieselbe Bezahlung erhält und so weiter. Und Rockefeller lacht ihn aus und sagt, du bist ein Trottel. Und Aaron Russo sagt, warum bin ich denn jetzt ein Trottel? Und Rockefeller sagt, wir haben das finanziert, den Feminismus ab den 60ern und ins Fernsehen und in die Zeitungen gebracht. Wir haben das finanziert. Warum? Es gab zwei Hauptgründe. Erstens, damit die Arbeitsleistung, damit sichergestellt ist, dass die Arbeitsleistung der Frau besteuert wird und sie das Schulgeldsystem mitbezahlt. Und zweitens, damit die Kinder frühzeitig in den Schulen sind und dort politisch indoktriniert werden können. Und das sieht man übrigens auch an deutschen Schulen, wo man den Schülern schon beibringt, Mainstream-Medien sind seriös, obwohl das meist nicht stimmt. Sie sind unseriös. Und die alternativen Medien, die sind böse. Der freie Journalismus ist böse, ganz böse. Das ist politische Indoktrination. Dann will man den Schülern noch beibringen, Verschwörungstheorien, ganz gefährlich. Das kann ja manchmal zutreffend sein, aber viele Verschwörungstheorien ist einfach was dran. Verschwörungstheorie heißt nur, man hat eine Theorie, dass sich Leute verschworen haben, um anderen was Böses anzutun, weil Einzelne profitieren finanziell, wenn sie anderen etwas antun. Ja, und deshalb gibt es Verschwörungstheorien. Es gibt zwar auch absurde Verschwörungstheorien, das ist richtig, aber es geht darum, dieses CIA-Kampfbegriff, was dieses Wort auch ist, in die Köpfe von Menschen zu bringen. Googelt bitte NSA-Skandal, wusste ich's doch. Das ist ein Artikel der Taz, ausnahmsweise mal ein guter Artikel bei der Taz, das kommt selten vor, von Matthias Bröckers. So viel dazu. Das muss man wissen. Das heißt, Banker, Politiker, viele
Banker und Politiker planen die Bargeldabschaffung und ich erwarte von den Banken, am besten schreibt ihr eurer Bank, dass sie klare Kante zeigen gegen Bargeldabschaffung. Wir, das heißt die Mehrheitsgesellschaft, wollen das nicht. Egal, ob irgendein Klaus Kleber oder wer auch immer uns es schmackhaft machen will. Wir wollen es nicht. Punkt. Und da müssen wir uns zur Wehr setzen. Wir sind viel, viel mehr. Wir sind viel mehr. Wir sind die 99% und ein Großteil der 99% lehnt die Bargeldabschaffung ab. Wollen wir uns von 0,1% Menschen vorschreiben, was hier läuft? Das kann ja nicht unser Ernst sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine Art friedliche Revolution brauchen. Geht auf die Straße. Ja? Und wenn du noch nicht Teil der Friedensbewegung bist, dann mach dir jetzt klar, dass du Teil einer riesengroßen Friedensbewegung bist. Das sind Lehren aus der Geschichte. Hatten wir nicht zwei furchtbare Weltkriege? Hatten wir nicht etliche Kriege, vor allem der USA, auch im Irak und Syrien und so weiter? Hatten wir das alles nicht? Und auch der Ukraine-Konflikt wurde von Amerika begonnen, im Februar 2014. 8 Jahre Bürgerkrieg, 14.000 Tote. Hat man vor vielen Jahren, hat man irgendwo eine Ukraine-Fahne gesehen? Hat man nicht. Erst seit dem russischen Einmarsch, obwohl davor schon 14.000 Menschen innerhalb der Ukraine gestorben sind, erst seit Russland einmarschiert ist, interessieren sich viele Menschen mehr für einen Ukraine-Konflikt, aber setzen sich, hängen dann die Ukraine-Fahne auf, aber setzen sich für Krieg statt für Frieden ein, nämlich für mehr Waffenlieferungen, keine Friedensverhandlungen etc. Das ist das Problem, diese falsche Solidarität, die auch der Staat uns immer wieder aufoktroyieren möchte. Das haben wir auch zur Corona-Zeit gesehen. Ich konnte vieles von dem, was man uns als solidarisch verkauft hat, nicht teilen. Kinder sollen Masken tragen? Ernst jetzt? Wie kinderfeindlich ist das denn? Das ist eine krasse Kinderdiskriminierung durch den Staat. Absolut unverhältnismäßig, vollkommen klar. Ja? Dass kleine Kinder kaum noch Luft bekommen mit 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, wie kann das bitte sein? Sag es mir. Der Ärztepräsident Klaus Reinhardt, also der Chef der Bundesärztekammer, saß ja mal bei Markus Lanz und hat gesagt, na, ich befürworte die Maske zwar irgendwie schon, aber die Länder, wo die Maskenpflicht nicht gilt, da gibt es nicht unbedingt jetzt so viel mehr Infektionen oder Tote oder so. Also eigentlich, wenn man die Zahlen vergleicht, hätte man auf Maskenpflicht vielleicht dann doch verzichten können, sag ich jetzt. Also man hätte auf freiwilliges Maskentragen vielleicht auch setzen können. Was die Arztpraxen und Krankenhäuser machen, ist nochmal eine andere Frage. Das müssen die ja wissen. Aber eigentlich plädiere ich eher dafür, auf freiwilliges Maskentragen zu setzen. Das ist meine Meinung. Denn wir haben gesehen, in Schweden, Weißrussland, da gab es nicht unbedingt mehr Tote. Also im Gegenteil, in Weißrussland gab es sogar sehr wenige Tote, weniger als pro 1 Million Einwohner Tode als in Deutschland. Jetzt sagen natürlich manche, in Weißrussland werden die Zahlen gefälscht. Ja, in Deutschland auch. Ja, es wird ja nicht, ob an oder mit dem Virus gestorben wird, wird ja in der Regel nicht unterschieden. Das ist so. Ja, das sagt das Robert-Koch-Institut. Wer mir nicht glauben mag, dann glaubt halt denen. Ja? So viel dazu. Das ist wichtig. Dieses Aufklärungsvideo wollte ich machen. Ich möchte euch dazu aufrufen, weiterhin Systemkritiker zu sein. Seid Teil der Friedens- und Freiheitsbewegung. Und wenn euch was stört, wenn ihr Frieden wollt, geht auf eine Friedensdemo. Wenn ihr gegen Bargeldabschaffung seid, geht auf eine Demo gegen Bargeldabschaffung. Tut, was ihr tun könnt. Auch bei mir in Aachen geht einiges ab, muss man ganz klar sagen. 13 Parteien und Organisationen, inklusive SPD und Grüne, haben versucht zu verhindern, dass der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser hier einen Vortrag hält in Aachen. Das haben sie versucht zu verhindern. Hat, glaube ich, nicht geklappt, aber 28.03. 20 Uhr im Eurogress war das. Das ist schon was her, vor einiger Zeit, vor über einem Monat. Aber es ist nicht verhältnismäßig. Es ist gar nicht. Es ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die man versucht durchzusetzen. Der Bundestagsabgeordnete, linken Politiker hier aus Aachen, André Hunko, spricht dann auf seiner Homepage, dass man Gansers Vortrag nicht verbieten solle. Vollkommene Zustimmung. Sollte man nicht verbieten. Ganz klar. Daniele Ganser, super Typ. Er hat den Bautzener Friedenspreis erhalten 2016 und 2015, den IQ-Preis für die Vermittlung von intelligentem Wissen. Schaut auf dem YouTube-Kanal Daniele Ganser vorbei, kann ich sehr empfehlen. So viel dazu, ich wollte heute ein bisschen reden über diese ganzen Themen 9-11, Krieg gegen den Terror, Bargeldabschaffung, Frieden etc. Feminismus habe ich auch angesprochen. Deshalb, meine Haltung ist folgende, ich bin ein linkskonservativer Antifeminist, Anhänger der Friedensbewegung und gegen das Schuldgeldsystem und gegen die Bargeldabschaffung. Das ist meine politisch-gesellschaftliche Diskussion, die ich hier gerne zur Debatte stelle. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.